Jo Leute und herzlich willkommen zu Tekken 7. Wie immer Treasure Kampf und heute spielen wir King. Ja, ich habe zwar im letzten Video gesagt, nächstes Mal wahrscheinlich mit einer Frau, aber ich habe mich dann doch entschieden, erstmal King zu spielen. Und als nächstes kommt wirklich Lucky Chloe, weil ich habe für sie einen Stil erstellt. Und ja, als nächstes kommt wirklich eine Frau. So, und ich habe mich diesmal nicht mit King eingespielt. Das heißt, das könnte ziemlich schnell enden für uns. Aber dies ist nicht schlimm. Und ich werde es so machen. Ja, wir testen halt alle Charaktere durch, bis wir halt alle mal getestet haben. Außer DLC-Charaktere. Und ja. Das ist El Luchadore King. Also ich habe ihm eine andere Maske gegeben. Und ein bisschen halt blau alles gefärbt. Gut, diesen Leopardenschweif, sag ich mal, konnte ich jetzt nicht färben und das Cape auch nicht. Ich wollte es aber auch nicht entfernen. Okay, King lässt sich sehr flüssig spielen. Gott, wer ist das? Aber warum hat King... Ich weiß, dass... Ja, man sieht ja auch, dass es ein Mensch ist. Aber warum hat er solche Leopardengeräusche, wenn er schlägt? Ja gut, er ist auch ein Wrestler. Aber ich finde irgendwie... Diese Leopardengeräusche... Finde ich ein bisschen unangebracht, auch wenn er, sag ich mal, als Leopard auftritt. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Oh, Panda mit Kawaii-Augenbrille. Pandaman. Ich glaube wohl eher, dass Panda eine Frau ist, weil die diese Tasche und diese standardpinke Mütze, was sie aufhat, würde eher dazu deuten, dass das eine Frau ist. Da ist halt Kuma, sage ich mal, der Mann von den beiden. Gut, das ist meine Theorie. Spielt ja auch keine Rolle. Und kurz was zu der vorherigen Runde. Wir haben ihr die Todeskombo gegeben. Was macht er? Ah, er hat gewartet. Schlau von dir. Okay, King lässt sich sehr gut spielen. Ich muss nur mal den Stil noch ein wenig bearbeiten. Es passt alles, bis auf das Cape. Hammerkopf Kazuya. Wow, sieht komisch aus. Ja, also bis auf das Cape und dieser Schweif finde ich es gut. Und vielleicht noch mal die Hose bearbeiten. Ansonsten kämpfen wir gegen diesen Kerl, der, ich glaube, das war der, der Armor King gekillt hat. Wow, was ein Name. Da geben wir in die Luftkombo. Ich mag Luftkombos, außer es ist ein Gegner. Ich frage mich, warum King eine Boxerhaltung hat. So. Und auch so schlägt irgendwie. Obwohl es ein Wrestler ist. Ja, hat halt Boxerfahrung. Oder MMA. Also, ja. Ich glaube, ihr wisst schon, was MMA ist. Wenn nicht, dann... Findet es heraus.
Ein Kostüm für Safina. Ich glaube, das ist ein DLC-Charakter. Also bringt mir das keinerlei was. Aber was will man dagegen tun? Außer nichts. Nichts. Genau. Sehe ich auch so. Ja, wie dem auch sei. Schon wieder? Wir haben dich doch gerade schon abgezogen. Ist einfach der gleiche, wow. Er will ein Rematch, aber gegen mich kann er das nicht gewinnen. Oh Mist, der Kick hätte sitzen müssen. Aber der sitzt. Er hat sogar Tatzen als Fußsohle. Schuhsohle meine ich. Oh Gott, der feurige Kick. Guckt er eigentlich WWE oder Wrestling allgemein? Würde mich mal interessieren. Also ich schon. Schreibt's mir in die Kommentare. Und bei 3 Likes kommt wieder ein neues Video. Oh Gott, also haut die 3 Likes voll und dann werden neue Videos folgen. Tombstone. Sieht echt aus wie ein Tombstone. Wie von Undertaker. Oh Gott, als ob wir so verloren haben. Er hat den Sieg nicht gut, er hat die Niederlage nicht gut verkraftet, wie man sieht. Deswegen. Hua. Ah. Lol, explodieren sie in seine Schläge oder ist es nur die Aura? Zack. Und? Leopardentorso. Schön. Da könnte man was Cooles draus machen, wenn ich noch die Beine krieg. Oh, da ist ja unsere Rache. Die hat uns mit Gigas umgebracht. Hast dich umgebracht, aber besiegt. Und ich hab ja gesagt, es wird Rache geben beim nächsten Mal. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Und ich schwöre euch, diesmal wird sie nicht so easy davonkommen. Ja, ich bin durchaus bereit. Und es geht diesmal nur um einen Rainbow. Ja, pack wieder deine Moves mit deinem blöden Tiger aus. Jetzt reicht's aber hier. Ey, das ist lächerlich. Wie soll man. Ich meine ja nur, die weicht überall aus, gefühlt. Gut, ich habe jetzt schon viel Schaden gemacht. Aber dann hat die ihre miesen Kombos. Fliegt mal rum, ist untouchbar, also unantastbar. Ja, und pff. Wow. Wo ich die mit Jack 7 mal bekämpft habe, war die nicht so schwer wie jetzt. Und Jack 7 ist echt nicht mein Ding. Also das Video habe ich ja auch hochgeladen. Wenn ihr wollt, schaut es euch an. Geht nicht lang. Gut. Ja, jetzt kommt halt auch drauf an, was die für Moves bringt und wie man sich treffen lässt, ne? Weil die Runde war jetzt ziemlich easy. Gut, aber das mit Gigas ist halt zu langsam für die, wenn die ihre Todeskombo auspackt und beim 20. Kampf. Da waren wir dann auch schon etwas hoch. Also wir waren ja Master mit Gigas. Und haben dann gegen sie verloren und jetzt haben wir unsere Rache ausgeübt. Wow, ich bin ziemlich stark. Neue Trophäe und Rainbow Chest. Super Tigermaske für King. Sieht nice aus. Naja, wie dem auch sei. Ist halt auch immer eine Frage, wie die Bots gerade stark sind, was sie machen und wie oft man sich selbst auch mitdeckt. Und wie man halt spielt. Meistens
mache ich so einen passiv aggressiven Spielstil meistens. Also ich heißt, sobald ich noch über Hälfte der Leben habe, gehe ich rauf und wenn dann ich sehe, okay, da gibt mir ganz schön drauf, mache ich, bin ich hauptsächlich im Rückzug und mache dann starke Schläge, um halt eine Niederlage zu vermeiden. Aber das ja jetzt spielt es ja auch keine Rolle. Oh. Das war. Oh, ich weiß gerade nicht, wie der Move heißt. Irgend so ein Luchador-Move auch. Ey, jetzt mach mal langsam hier. Kopfnuss. Nee, Schulter-Tackle meine ich. Abstand. Okay. Wow, was war das gerade? Wer ist das eigentlich? Ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben. Ich kenne die Charakternamen noch nicht so gut, also bei den Frauen zumindest. Die Männer gehen etwas besser, aber da kenne ich auch nicht alle. Aha. Mich stört irgendwie der Schweif. Dieser Leopardenschweif stört mich irgendwie. Oh, Koinobori-Zee. Das ist unnötig, finde ich. Das ist für einen Fun-Stil, aber nichts für mich eigentlich. Also ich mag das Teil nicht. Ist aber wie bei jedem einzelnen Teil, was man freischaltet, Geschmackssache. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer mal schauen, was uns erwartet. Warte mal, wer ist. Ist das nicht die. Ah, das ist, glaube ich, Devil. Also Jins Mutter. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ist auch ein DLC-Charakter, glaube ich. Weil die hat unten irgend so einen Balken. Und das haben, glaube ich, nur manche DLC-Charaktere. Also dieser riesige Typ, der was so groß ist wie Gigas, hat es auch. Dann bringt das so eine übelst heftige Combo, was auch Blocks ignoriert. Und ich finde sowas eigentlich echt OP und unfair. Gerade vielleicht in Online-Turnieren oder so. Für Leute, die free to play sind und kein Geld reingesteckt haben, müssen dann gegen sowas kämpfen. Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Oh, Treffereffekt C für King sieht nice aus, aber Rot passt natürlich nicht zu meinem blauen Style. Deswegen ist das ziemlich schade, aber ja, das heißt ja nicht, dass ich nie diesen roten Treffereffekt gebrauchen werde. Es lädt und wem erwarten wir? Ich denke diesmal wieder einen Mann und mal schauen, ob ich recht habe. Loading, loading, loading. Ja, es ist. Oh, wie heißt der? Ist das Kazuya oder ist das Feng? Oder vielleicht ist es auch Lore. Ich weiß es nicht. Susan Hayari hat heißt ja auf jeden Fall der Stil. Perfekt, juhu. Können wir die zweite Runde auch perfekt machen? Nein, wir fressen direkt den Schlag. Ich finde schon diesen Geradestil, was er hat, cool, aber warum hat man das blaue Hemd nicht auch weiß gefärbt, wie ich bei Yoshimitsu? Dann würde es deutlich besser aussehen als das. Ist meine Meinung. Aber es passt farblich nicht zusammen. Wäre das blaue Top noch weiß, dann würde es besser passen.
Oder wäre zumindest die Hose farblich angepasst. Aber wer weiß, ich glaube, das Spiel kam 2015 raus. Wer weiß, wie, ja, ich glaube kaum, dass die Stile je nochmal überarbeitet wurden. Also vom Spiel nochmal der gleiche. Also ich denke, das waren die besten oder viele Online- oder Stile von den besten Online-Spielern der damaligen Zeit oder wirklich von den Spieleentwicklern Stile. Und die wurden dann halt seitdem nie wieder bearbeitet, kann ich mir zumindest denken. Gut, finde ich aber auch so, weil es soll ja auch nicht immer alles aussehen, als hätten es echte Spieler erstellt. Also wenn jetzt alles immer 1A perfekt zusammenpasst, dann wäre es auch irgendwie langweilig. Wie so ein Stil ist irgendwie, auch wenn es komisch aussieht, sieht zumindest aus, als wäre es, ich sag mal, ja, Freestyle erfunden worden, keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein dafür. Okay. Ist das Jins Bruder oder so? Das kann ich mir vorstellen. Ich habe die Story noch nicht angespielt, deswegen. Falls es die Story spoilert, dann sagt's mir nicht. By the way, die Story werde ich auch noch anspielen, aber momentan kriege ich die Combo meines Lebens. Oh, das war jetzt knapp. Momentan habe ich nicht so viel Zeit, das zu tun. Aber ich bin mir sehr sicher, es wird die Story auf jeden Fall noch kommen und wenn es in Form eines Livestreams sein wird. Nice, wir haben noch das zweite Schwert. Freue ich mich, juhu. Also, wenn ihr es noch nicht aus dem letzten Video erfahren habt, morgen, dem 22.08.2020, kommt ein Livestream zu Tekken. Vielleicht ist Goku auch mit dabei. Und das der erste Kampf gegen Akuma. Was hat der denn auf dem Rücken? Chakrit. Oh, der hat eine Keule. Hä? Wie er einfach an der Wand abgeprallt ist, die nicht vorhanden ist, die Wand. Shoring, zang. Akuma. Der ist zum ersten Mal. Aber nicht als Bosskampf oder so. Und der Skin heißt Chimera. Warum hat er eine Schlafmaske auf? Na, ich hinterfrag nichts mehr. Oh Gott. Hör auf, mich mit deinen Mutantenkugeln abzuschießen. Nein, Spaß. Keine Ahnung, was das für eine Kraft ist. Aber das werden wir bestimmt in der Story erfahren. Wow, 5000 Geld. Damit kann man sich nichts leisten, aber besser als irgendein sinnloser Gegenstand für irgendeinen Charakter, den ich nicht habe. Und wahrscheinlich auch nie haben werde. Ist es Bob? Wow, wie siehst du denn aus? Der fetteste Samurai, den es gibt. Nein, Spaß. Natürlich beleidigen wir keine Leute. Und wenn, ihr wisst, es ist alles nicht ernst gemeint und aufs Spiel bezogen und es ist auch ironisch gemeint und soll keinen beleidigen. Also, falls du mal was in den falschen Hals bekommen solltest, das ist keinesfalls ernst gemeint. Ich versuche euch nur damit zu unterhalten und mehr auch nicht. Also, fühlt euch nicht angegriffen, falls ich mal irgendeinen Spruch bringen sollte, der
beleidigend sein kann. Es ist keinesfalls an euch gerichtet. Eine Schädelflagge und Goldasses war für Kazuya. Ich glaube, das war Kazuya, gegen den wir gerade gekämpft haben. Vor uns mit den schwarzen Haaren. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Nehmt das nicht zu ernst. Und es ist schon wieder Kazumi. Oh. Und falls ihr es ernst nehmen solltet, dann schreibt es auch in die Kommentare und dann weiß ich, dass ich so solche Sprüche nicht mehr bringen werde. Ihr könnt auch gerne Kritik schreiben. Ich bin offen für alles und für Verbesserungsschläge, Vorschläge und so. Verbesserungsschläge, nice. Nein, Verbesserungsvorschläge meine ich. Und ja, also wenn ihr meint, ich kann was verbessern oder muss, soll, wie auch immer, schreibt es in die Kommentare und mal schauen, ob sich da auch was tun lässt oder ob ich, ja, sag, nein, lohnt es mich nicht oder so, keine Ahnung. Werden wir sehen. Erste Runde geht an uns. Gegen die bringe ich meistens nur starke Schläge, weil die einfach ein blöder Gegner ist. Shirem, warum kann man sowas nicht blocken? Das ist unfair. Klar, es ist ein Special Match, soll auch wie ein Boss sein, aber ich finde blöd, wenn man einen Move nicht kontern kann. Weil gerade wenn es drauf ankommt, Sieg oder Tod, ist es schon blöd, wenn einen dann so ein Move das Spiel versaut. Und noch ein Treffereffekt für King. Schön. Sammeln wir mal ein paar Gegenstände für King. Aber ich möchte auch mal gegen Akuma diesen Special Match. Warum kommt immer Kazuya? Oder Kaguya. Nee, Kaguya. Das war. Kazuya, ich war gerade. Kaguya musste ich kurz überlegen. Aber das ist der Nachname von Kimimaro aus Naruto. Also es hat keinerlei was damit zu tun. Und wenn ihr fragt, ob ich manchmal lost bin, dann habt ihr recht. Oder dann liegt ihr richtig. Weil ich manchmal auf Sachen komme, wo man sich denken könnte, mit welchem Zusammenhang. Naja, ist ja auch egal. Wir wünschten uns Akuma. Aber nicht als Bosskampf, sondern als normales Match. Auch wenn ich weiß, er wird uns wahrscheinlich eh abziehen, würde ich mal gern gegen ihn kämpfen. Aber du bist nicht der Richtige. Du bist nur der Nicht-Boss. Und warum hat man dir solche Sachen gegeben? Die sehen zu modern aus für einen Mönch. Und jetzt gibt er mir hier auch schon die Combo, ohne dass es ein Boss ist. Und er macht hier ganz schön Druck mit seiner Magie. Please stop that. So, ein Hit und wow, wir haben Schaden bekommen. Great. Oh, das war wirklich knapp. Und okay. Cartoon-Wolf-Maske für King. Okay, sieht lustig aus. Aber mal schauen, ob es dazu auch passende Sachen gibt. Beispielsweise Oberteil und Hose. Denn Moment, ich muss mal kurz Pause machen. Gegen Lilly. Denn es gibt für manche Sachen. Aber was bringt es dann, das Oberteil reinzubringen, wenn es dazu nichts passendes anderes gibt? Gut, natürlich, Kreativität auch und so, aber ich finde es blöd. Wie die Samurai, der Samurai Brustpanzer, aber es gibt keine Hose. Finde ich doof. Und naja, ist ja auch egal. Wir kämpfen hier erstmal gegen Lilly, falls ihr es nicht wusstet.
Und ja, ich rede viel, ich weiß. Zack. Warum gibt man Lilly so graue Haare? Oder allgemein so einen altaussehenden Stil? Aber ist ja auch jeden seins, wie gesagt, Geschmackssache. Mein Geschmack ist es nicht, aber das heißt nicht, dass es andere genauso sehen. Zaibatsu-Drohne für Nina. Sowas würde ich da nie auf den Kopf setzen. So, wer ist der nächste Gegner? Ich denke, ein Mann. Let's see if I'm right. Oh, wer ist das denn? Ist das nicht dieser Neue? Oder hat der Armor King gekillt? Könnte auch der gewesen sein. Ich weiß nur, Armor King ist tot, eigentlich. Also Kings Bruder, Armor King, ist tot. Ich meine, der sieht blutrünstig aus. Der könnte es auch gewesen sein. Wow, der Typ ist wild. Hey, auf mir Kombos zu geben, blöder DLC-Charakter. Schade, dass ich ihm nicht noch den Suplex gegeben habe oder was es auch war. Nee, Suplex war es nicht. Weg mit dir, du mieser Kerl, du. DLC-Charaktere haben nichts verloren in meinen Videos. Außer ich spiele sie und das ist nicht der Fall, also weg mit dir. Zack. Lol, das sieht einfach aus, als wäre der gerade aus einem Knast ausgebrochen und hätte 40 Leute umgebracht. Der Typ gerade. Ist ja auch egal. Ich glaube, das ist der Safuha Kramacher oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er neu, glaube ich. Auf jeden Fall sind die SC-Charaktere, das steht fest. Wer ist das? Warte mal, ich glaube, das ist. Oh, wie heißt der? Shaheen? Shaheen? Ich glaube schon, dass der so hieß. Gleiche Map. War das dein Biest, was du da freigelassen hast, oder wie? Ah, jetzt stehe ich an der Wand. Ah. Hey, jetzt reicht's aber, Yobo-Chi. Zack. Und er hat überlebt. Aber den Shoulder-Tackle nicht. Sieht fast ein wenig aus wie bei Football. Ja, ich gucke viele Sportarten. Außer Wintersport. Das interessiert mich überhaupt nicht. Spielt ja aber auch keine Rolle, wieder mal. Ich gucke auf jeden Fall Football, Wrestling, Boxen, MMA und vieles andere noch. Und ich habe die Combo meines Lebens gekriegt. Hey. Ach, und Fußball interessiert mich auch nicht. Falls ihr denkt, ihr könntet irgendwie mit mir über Fußball schreiben, liegt ihr nicht richtig, denn ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Aber das wollte bestimmt jetzt auch wieder jeder wissen. Ein Bikini-Rock für Lilly. Verkehrsschild mit Kängurus kreuzen für diverse. Okay. Okay. Mal schauen, wer uns als nächstes erwartet. Wer Kampf mit doppelten Schaden gegen Breakdance-Typ? Oh, ich weiß, ich glaube, das ist Eddie. Ist das Eddie? Eddie im Jogging. Ja, keine Ahnung, ob das Eddie ist. Im Dancer-Stil. Und da hat er die Combo an der Wand gekriegt. Das sieht echt aus wie ein Tänzer, so wie der so sich bewegt, so smooth. Oh, ich dachte, jetzt können wir den finishen, aber es ist zwar.
Aber ja, Leopardenbeine für King. So, sorry Leute, ich habe gerade Probleme mit der Aufnahme gehabt. 30 Minuten sind wieder überschritten, es tut mir leid. Ja, ich sollte wahrscheinlich die Videos nicht so lang ziehen. Oder ich mache zwei Videos draus. Ich glaube, niemand schaut sich in über 30 Minuten Video von mir an. Und ja, wie dem auch sei. Ihr habt auf jeden Fall nichts verpasst, außer den Loading Screen. Da fliegen wir. Da Edit mit T. Zah, zing, schreien Sie bitte nicht so. Okay, wir müssen sie leider beseitigen, Herr Hoverang. Tut mir leid. Second Dan. Treffer-Effekt B für King. Rot, Grün und Lila, wie auch immer, alles gehabt, aber nichts Passendes für diesen Stil. Sad Life. Wie auch immer. Oh, wer ist das? Ich glaube, den. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt. Ist es Miguel? Der heißt einfach Bazooka und er gibt mir die Kombos. Zack, Kopf. Das sieht eher aus wie eine Kopfnuss, aber es ist, glaube ich, eher ein Shoulder-Tackle. Schlagen Sie mich nicht, ich bin ein Tier. Nein, Spaß. Es ist ein Kopfnuss-Shoulder-Tackle. Und er ist Bazooka, aber er hat eine Orangensaftflasche dabei. Aua, aua. Don't touch this. Dun, 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 dun. Ich möchte noch nicht verlieren und auch nicht gegen so einen, der Bazooka heißt und aussieht wie keine Bazooka. Hoch mit dir und Tombstone. Zack. Genick gebrochen. Nein, Spaß. Und Rainbow Chest. 50.000 Kampfgeld. Schön. Geld ist immer gut. Sowohl in Tekken als auch in anderen Spielen. Warte mal, das ist Lee. Nee, das ist nicht Lee. Den hatten wir letztens, wo ich mich drüber aufgeregt habe, dass wir gegen den verloren, dass ich gegen den verloren habe. Aber er ist das gleich nochmal. Ist das Lars? Nein, das ist nicht Lars, oder? Ich glaube, das ist Lee. Bist du Lee? Sag's mir. Nein. Wow! Wie der diese Geräusche macht. Echt legendär. So, jetzt reicht's aber auch mal. Hör auf zu blocken und lass dich endlich finishen. So. Ei. Don't touch this. Dun, 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 dun. Bam. Noch ein Kick hinterher. Und noch ein. Hey, ich hätte eher reagieren sollen. Und da kriegt er die Rechte. Okay, mit King lässt sich gut spielen, auch wenn ich mich nicht eingespielt habe. Cooler Charakter, Lilie für diverse.
Und werden wir diesmal Kampf Nummer 20 erfolgreich abschließen oder wird uns wieder ein Gegner die Strich durch die Rechnung machen? Panda Man. Ich denke immer noch, es ist eine Panda Woman. Auch wenn man das nicht nachweisen kann, aber die Bilder sehen aus wie Woman. Ah. Gott, er gibt uns die Combo. Nicht nochmal. Ich möchte diesmal Kampf Nummer 20 erfolgreich abschließen. Wow, als ob sowas möglich wäre. Gut möglich ist es, ich meine. Leute haben auch schon Flugzeuge gezogen, also warum sollte... Na gut, ich weiß nicht, ein Bär wiegt vielleicht... Ich weiß nicht, was ein Bär wiegt. Ich schätze mal so eine Tonne schon. Oder 700 oder 500 Kilo. Ich glaube, sowas kann man nicht so easy stemmen. Ey, jetzt mach mal langsam hier. Mr. Kawaii, Augenbrille, Panda. Sieht schon lustig aus. Bei der ist viel größer und der ist eigentlich mit dem Kopf schon in der Erde drin. Bei dem Move. Und, okay. Tekken-Shirt für diverse. Und Baseballschläger für diverse. Okay. Mal schauen, ob man... Oh nee, nicht die Frau. Das glaube ich schon. Du wirst mich doch jetzt nicht abziehen, oder? Kampf mit doppelten Schaden. Nee. Mach mal halblang. Zack, rechte. Wie heißt die? Dieser Stil ist Sweets... Sweet Briar Rose. Oh Gott, die gibt mir die Combo meines Lebens. Aber dann gebe ich ihr die Combo. Da kann sie nichts. Und Goldchest. Wow, ich bin mit King schon fast initiiert. Maske mit Leuchtaugen für King. Gut, ich glaube, nach dem Kampf, wenn wir den gewinnen sollten, werde ich dann mal abbrechen, denn die Folge ist dann schon safe über 40 Minuten. Und das ist nicht gut. Und wer weiß, ob sich das überhaupt jemand anschauen würde. Schon wieder Miguel, wenn ich richtig liege. Naja, wenn jemand von euch viel Langeweile hat, sind, glaube ich, 30 Minuten Folgen gut. Hey. Kiss me, no thanks. Ach so, jetzt wahrscheinlich wegen dem Frosch. Ja, gut, guter Gag. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das Leute in echt durchgezogen haben. Die haben sich so einen Froschschut aufgesetzt. Gesagt, kiss me. Die Leute dachten den Frosch und er hat dann sie geküsst. Keine Ahnung. Ich rede schon wieder dummes Zeug. Ah. Oh nein, es ist keine Zeit für ein Theater. Bereit für die Niederlage. Geh mir aus dem Weg, niemals. Ah. Ah, ja. Na los, geh kaputt. Ich will nicht gegen dich verlieren, mein Guter. Wo ging der Schlag bitte hin? Jetzt ist Kings Kopf verseucht. Nein, Spaß.
Nochmal zwei rote Kisten zum Abschluss. Eine Sardine und ein Plasmagewehr. Sieht aus wie eine Nerf, aber okay. Spielt ja keine Rolle. Das war's mit dem Video, auch wenn es lang war. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt Kommentare. Bei 3 Likes gibt's was Neues. Ansonsten schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.